Wir hatten gerade bevor wir auf den Aufnahme-Button gedrückt haben, das Thema, dass man sich immer beide Parteien anhören sollte. Erstens nicht immer, aber das passt wunderbar, weil wir reden heute über Captain America bzw. The First Avenger, wie der Film natürlich in Deutschland heißt, Civil War und Black Panther. It's too late. Ist er? Mach's mal gleich. Oh mein Gott! Was für Sexual Content? Zweideutigkeit ist out. Das Make-up macht die an. Gott! Ich mag nicht mehr da. Flausche Hoodies und Oma-Socken. Und bei Civil War geht es ja auch um zwei Seiten. Und damals gab es halt die große Frage im Netz, was bist du? Bist du Team Captain America oder bist du Team Iron Man? Was bist du? Erstmal hallo YouTube und Spotify. Ich begrüße euch zu dieser wundervollen Podcast-Folge. Wie mein werter Podcast-Kollege schon gesagt hat, worum es geht. Das Ding ist, es ist so schwierig, ne? Also, ich bin Team Captain America bei dieser Diskussion, weil ich war schon immer Rebell. Und ich mag es halt nicht, nach Regeln zu spielen. Aber ich bin Team Black Widow so. Wenn ich nur von den Charaktern wählen soll, dann bin ich Team Iron Man, das ist das coolere Team. Aber wenn ich halt das, wofür sie kämpfen, beschreiben soll, dann bin ich Team Captain America. Ja. Gehe ich mit. Zu 100%. So. Genau. Es ist wieder Marvel-Zeit. Und diese beiden Filme haben wir geguckt. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, aber hattet ihr nicht angekündigt, ihr guckt Black Widow? Naja, folgendes. So, das war der Plan. Ja. Und dann haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, das doch nicht zu tun. Weil wir dann gesagt haben, also Black Widow hat ja jetzt eigentlich doch überhaupt gar keine Relevanz für am Ende Infinity War und Endgame, weil der kam ja auch erst danach und das ist eigentlich so, ne? Und dann, deswegen haben wir uns dann entschieden, okay, wir lassen Black Widow raus, werden trotzdem stattdessen dann aber Ant-Man 2 gucken, damit das aufgeht mit, dass wir immer zwei Filme gucken und wir am Ende Infinity War und Endgame in einem Podcast haben. Ganz kurz, Sugar Daddy Alex, ich hab dich vermisst, Bro. Schwöre auf alles, ne? Seit du in meinem Sabaton warst, I miss you. Hi. Also gut, du warst auch ab und an mal so dazwischen da, aber grüß Gott, Dankeschön für 20 Monate schon. Was geht? Hab dich vermisst. So, sage ich ehrlich, freue mich jedes Mal, wenn ich deinen Namen lese. Gut, ich bin auch ehrlich, ich dachte zuerst, du wärst vielleicht der zweite Account von Parabelritter. Aber das hat sich dann doch relativ zügig verabschiedet. Weiß man nicht? Weiß man nicht? Ich hoffe, dir geht's gut. Okay, ja. Erzähl weiter. Ja, auch niemand, dass Lurk-Girlie Unge ist. Also. So. Erzähl weiter. Genau, also deswegen, wir haben jetzt nicht Black Widow geguckt, wir werden Ant-Man 2 im nächsten oder übernächsten Monat gucken. Und heute haben wir stattdessen dann als zweiten Film eben Black Panther geschaut. Also es bleibt schwarz, aber halt, ne, das nicht Black Widow, sondern Black Panther. So, aber jetzt erstmal Civil War. Ein Film, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, den wieder zu gucken, weil ich den damals im Kino unfassbar gut fand. Das war für mich zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich gesagt habe, so ist der beste Marvel-Film. Ich fand den richtig gut und ich kam aus dem Kino raus und dachte mir so, das ist ein Film, wo ich sage, so, wow, Dark Knight, Watchmen, Sin City, Civil War. In diese Ebene habe ich den eingeordnet, in diese hohe Ebene. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt immer noch tun würde, aber es ist ein toller Film. Ich finde den immer noch echt, echt stark und wüsste ehrlich gesagt nicht. Also, na doch, mal. Ganz kurz, vielleicht, ganz kurz, von wann ist denn der Film? Von welchem? 2016. Living Rock, wenn du von 2016 bis 2024 noch nicht in der Lage warst, diesen Film zu gucken,
dann, also wenn es ein neuerer Film wäre, würde ich ganz fett hier irgendwann Spoiler reinschreiben. Aber come on, das ist von 2016, Bro. Also komm schon. Also das ist so, als würden wir jetzt König der Löwen besprechen und jemand sagt, aber spoilert nicht, dass Mufasa stirbt. Hä? So, das Ding ist schon super alt, okay? Also ich weiß jetzt nicht, Living Rock, ich weiß jetzt nicht. So, genauso wie bei Wakanda. Wakanda ist jetzt auch schon... Mann, natürlich macht der Chat jetzt und sagt, was? Mufasa stirbt? Ah, wieso seid ihr denn? Ja, so alt ist doch König der Löwen noch gar nicht. Kam doch erst 2019 in die Kinos. Ja. Na toll, jetzt brauche ich König der Löwen nicht mehr gucken. Ja. Genau. So nämlich. Nee, genau, dieser Film. Ja, ich war auch sehr begeistert von diesem Film. Weil unsere Helden, die wir so kannten, aus den ganzen anderen Filmen, die zusammengearbeitet haben, wurden jetzt quasi gespaltet und neue Charaktere, die halt eben nicht die puren Avengers sind, kamen auch noch dazu. Das war halt richtig cool. Genauso wie sie wurden vor eine moralische Frage gestellt. Und das macht diesen Film so ein bisschen spicy, weil viele Ansichten überlappen sich, viele Ansichten ändern sich und es bleibt einfach die ganze Zeit spannend. So bleiben beide auf der jeweiligen Seite oder wie im Black Widows Fall, dass man halt sagt, so, yo, ich wechsle kurz und lass sie flüchten. Es bleibt spannend. Und das ist halt so, das ist hier so ein bisschen noch so ein bisschen mehr Nervenkitzel, finde ich, wegen der tragischen Geschichte von Bucky. So, weil Buckys Geschichte ist halt krass. Und es ist wie eine Art auch Detective, also man hat so ein bisschen auch Detective-Vibes, weil man sich so denkt, aber wie konnte er das machen? Und das ist doch bestimmt die Gehirnwäsche und bla. Bis man am Ende herausfindet, oh, das war ja gar nicht alles so crazy. Und das macht alles super spannend. Das macht halt die ganzen Film von vorne bis hinten spannend, finde ich. Diese ganzen Puzzle, die zusammenführen. Ja. Also worum geht's grundsätzlich in Civil War? Wir erinnern uns, Avengers 2, am Ende das große Finale in dem fiktiven Land Sokovia, wo sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Und das und auch schon vorherige Ereignisse werden den Avengers jetzt so ein bisschen zum Verhängnis. Der Außenminister sagt, das geht so nicht mehr. Es kommen zu viele Menschen, kommen bei euren Einsätzen ums Leben, und wir dürfen es nicht zulassen, dass Menschen so viel Macht haben, uneingeschränkt nutzen können, nicht reguliert werden. Deswegen hier Sokovia Act, ja, ihr stellt euch quasi wirklich in den Dienst der US-Regierung und dürft nichts mehr auf eigene Faust machen. So. Und ihr müsst das unterschreiben. Und wenn ihr das nicht tut, dann müsst ihr aufhören, als Superhelden zu agieren. Und Tony Stark zum Beispiel sagt, ja, okay, dann machen wir das. So, weil ja. Wir lieber halt und lieber kontrolliert arbeiten, als gar nicht mehr arbeiten können. Und Captain America denkt sich so, nee, das ist nicht cool, das ist gar nicht cool. Und dann schließen sich beide unterschiedliche Leute halt an. Man muss halt aber auch Captain Americas Seite ganz kurz beleuchten, weil er kommt ja aus einer anderen Zeit. So, und genau. Aus der Zeit von den Nationalsozialisten. Und da hat er ja erfahren, wie es halt ist, wenn halt die Falschen an der Macht sind und kontrolliert Leute dahin manipulieren, etwas zu tun, was falsch ist. Und deswegen ist er halt gedanklich noch ganz anders als Tony Stark, weil Tony Stark kennt das nicht. Der weiß, der hat das ja nicht am eigenen Leibe miterlebt, wie es halt ist, so kontrolliert zu werden von der Regierung und dass die halt sagen, so, ja, okay, jetzt töte den, weil das ist ja fürs Land. So. Und ja. Das ist ja auch nicht nur, dass die Meinung auseinandergeht, sondern auch einfach das Wissen und die Vergangenheit, die spielt da mit. So, die spielt da eine erhebliche Rolle.
Ja. Genau, und dann haben wir eben quasi zwei Fronten unter den Avengers, die sich bilden. Und dann als ein zusätzlicher Faktor ist halt noch, dass Bucky, also der Winter Soldier, wieder aufs Spielfeld zurückkehrt. Es gibt einen Anschlag in Wien bei einem Treffen der UN, wo der König von Wakanda umgebracht wird. Ja. Und es gibt dann Kameraaufnahmen, auf denen man halt Bucky sieht. Also wird dann vermutet, okay, Bucky hat diese Bombe dort gelegt, ist für diesen Anschlag verantwortlich und wird dann halt gesucht. So. Und Captain America sagt natürlich, nee, warte mal, Moment, das ist mein Freund und irgendwie, er hat mich ja in Captain America 2 am Ende irgendwie gerettet und scheinbar erkannt und so und blablub. Und irgendwie, und ich muss ihn finden, bevor die anderen ihn finden. Mhm. Und dann kommt auch noch Black Panther, wird hier neu eingeführt ins Spiel, der dann eben natürlich, weil sein Vater ermordet wurde, sich dementsprechend rächen möchte und dann auch Jagd auf Bucky macht. Das heißt, wir haben eben einerseits diesen Kampf sozusagen um Bucky und andererseits diesen Konflikt rund um den Sokovia Act. Und das alles kulminiert dann in einer größeren Prügelei. Man kann es wirklich sehen. Ich finde es so geil, ne? Diese große Kampfszene auf dem Leipziger Flughafen. Ja, das war ja so gut. Also unabhängig mal davon, Ahu. Die waren in Deutschland, okay? Es wurde in Berlin, wurde in Berlin gedreht, plus am Leipziger Flughafen. Es ist eine einzige Prügelei und wir müssen halt auch dafür, ich war so gehypt, als auf einmal Spider-Man da mit dabei war, als auf einmal Ant-Man mit dabei war, als Hawkeye wieder mit dabei war, als Vision wieder da war und die ganze Truppe da so voll aufeinander draufklatscht. Es war herrlich, diese ganzen Heroes sich bekämpfen zu sehen, aber so vor allem wirklich mit dem, es ist so geil, mir fehlen die Worte und ich musste halt so ein bisschen auch, weil ich bin so gehypt deswegen, die Witze und ich bin super, 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 super gehypt über diesen Kessenwitz, den halt diese jeweiligen Charaktere halt versammelt auf einem Platz niederlassen. Ja, ein Spider-Man, seine Jokes, fantastisch. Ein Ant-Man, seine Jokes, fantastisch. Ein Iron Man und. Es ist einfach so herrlich, wie auch mit dem Humor und der Ernsthaftigkeit der Situation so gut eine Symbiose gemacht wird, die für den Zuschauer einfach so herrlich anzugucken ist. Allein schon, wie Spider-Man die ganze Zeit hin und her wischt und sagt, also das Einzige, was ich hier will, ist Tony Stark beeindrucken. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. So. Es ist so gut. So, und genauso wie Ant-Man, der so, man hat gesagt, man soll nie einen Stark vertrauen. Das sind so eine coolen Sachen, die einfach jeden Fan vom Marvel-Universum so richtig Herzrasen bereiten, weil es so toll ist. Ja, ich finde diese ganze Sequenz, ich finde die so schön, weil es halt wirklich wie so eine Schulhofprügelei einfach wirkt. Mm. So, das sind alles Leute, so die, du weißt, eigentlich sind das Freunde und so, aber es ist so gut gemacht. Und was ich super interessant finde, wo du gerade das Thema Humor angesprochen hast, mir ist jetzt aufgefallen, wie scheiße ernst dieser Film eigentlich die ganze Zeit über ist, bis Spider-Man eintritt. Ja. Ist krass, bis dahin gibt es so gut wie keinen Gag in diesem Film. Hm. Und dann Spider-Man, Ant-Man sorgen für ein paar Lacher. So. Und danach, nach dieser großen Prügelei, ist es auch schon wieder vorbei mit dem Humor. Ja. Also dieser Film ist wahnsinnig ernst eigentlich. Und ich finde das in dem Fall, man könnte vielleicht sagen so, ja, aber hätte man es, wäre es nicht vielleicht stimmiger, runder gewesen, wenn sie diese ernste Schiene komplett durchgezogen hätten? Nee. Weil, also, hätte man machen können, hätte ich auch cool gefunden, aber ich liebe diese Flughafenszene viel zu sehr. Ja, aber das Ding ist halt, dass die Flughafenszene und der Witz von Spider-Man und von Ant-Man, die ja wirklich Witzbolde sind, lockert das alles so ein bisschen auf.
Und das, weil das ist ja so ein bisschen die Mitte, so ein bisschen mittig, so ein bisschen hinterer Speckgürtel da vom Film. Und es ist halt hier, genau, auch Hinterer Speckgürtel. Ja, Hawkeye. Ja, so, wenn man, ich sehe das in Kreisen. So, das ist der Anfang, dann halt so und dann irgendwann die Mitte und dann halt so der äußere Speckgürtel von dem Film. Auch Hawkeye hat ja auch für Lacher gesorgt. So ist jetzt nicht. Also, es sind halt bestimmte Charaktere, die das einfach so ein kleines bisschen lockerer machen für den Verbraucher, damit. Weil ich glaube, wenn da halt gar keine Witze mit, vor allem in der Mitte, keine Witze gerissen worden wären, dann wäre das zu ernst gewesen und es wäre zu schwer gewesen. Weil wenn man sich ein kleines bisschen mit der Thematik und die Regierung will die Superhelden kontrollieren und wie heißt sie denn jetzt nochmal? Mystique? Nee, nicht Mystique. Wie heißt sie? Mystique. Nicht Mystique. Scarlet Witch. Scarlet Witch, so. Von Scarlet Witch die Problematiken, die sehr viele Toten und Iron Man und das Ganze und dann auch noch die Freunde mit der Gehirnwäsche, alles Mögliche. Das ist halt so schwer, dass ich glaube, das wäre einfach viel zu schwer gewesen. Das wäre einfach ein Film gewesen, der wäre von der Schwere echt sehr krass. So. Ja, also. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass das MCU ja nun mal wirklich nicht dafür bekannt ist, düstere Comic-Verfilmungen zu bieten, die super ernst sind. Und das ist auch was durchaus auch Leute kritisieren, dass im MCU jede dramatische, ernste Szene immer durch irgendeinen Witz wieder aufgelockert werden muss. Das ist auch was sich leider auf andere Filme schon übertragen hat, was so Leute versucht haben nachzumachen. Das ist so immer so dramatische Szene und dann kommt ein Witz, um das aufzulockern und so. Und dadurch nimmst du der Szene aber dann ihre Dramatik wieder. Aber ich finde im MCU, das passt vollkommen, dass du da... Also, wenn du jetzt auf einmal innerhalb dieses Universums, wenn du jetzt sagen würdest, wir rebooten das MCU, wir fangen völlig neu an und machen es düster und gritty, okay, aber das ist quasi jetzt wie eine Serie und da kannst du nicht auf einmal ankommen und sagen, und das ist jetzt der ab 18er Film. So, nee, das funktioniert nicht. Deswegen, ich finde es cool, dass sie versucht haben, über weite Strecken diese Geschichte wirklich ernst zu erzählen. Und dann, wenn es aber eben darum geht, dass die Superhelden, die eigentlich auf einer Seite stehen, die befreundet sind miteinander, die sich nicht gegenseitig umbringen wollen, die haben da kein Interesse dran, die wollen das nicht, die wollen sich nicht verletzen. Die sagen auch, bleib liegen. Bro, bleib liegen. Also ich hab dich jetzt, bleib liegen jetzt. Genau. Dass da dann halt eben dieser Witz hinzukommt, damit das Ganze eben so dieses Lockere hat, obwohl es eben einen ernsten Hintergrund hat. Und ich finde es auch cool, by the way, dass es in Civil War eben auch wirklich darum, also dass es halt auch eben darum geht, dass wenn da die Superhelden, weil wir kennen das, bestes Beispiel Man of Steel. Ich sag's dir, CGI-Gewitter am Man of Steel und Batman vs. Superman, ich bin bei beiden, egal wie oft ich versucht habe, diese Filme zu gucken, ich bin jedes Mal eingeschlafen. Man of Steel bin ich auch eingepennt. Es ging nicht. Aber das war eine Spätvorstellung im Kino und ich hatte vorher schon Monster Uni gesehen. Nee, es ging nicht, es funktionierte nicht. Ich habe wirklich ausgeschlafen, komplett wach, mit Energies zugedröhnt, alles. Ich habe mich hingesetzt, eingenickt. Aber du hast nichts verpasst. Ja. Jedenfalls, Man of Steel, da geht so viel am Ende zu Bruch. So viele Hochhäuser und alles. Und du weißt, okay, da sind gerade tausende Menschen, tausende Zivilisten sind dabei gestorben. Der Film kommentiert das überhaupt gar nicht. Weil ist halt so in einem Blockbuster und Hauptsache Superman besiegt am Ende den Bösewicht. So. Und bei Marvel war das halt auch. In Avengers 1, weiß ich nicht, wie viele Leute da in New York gestorben sind, als die Aliens angegriffen haben. Und Civil War kommentiert das endlich mal. Und dann hast du ja auch am Anfang, wo sie in Korea? Nee. Wo findet der Anfang nochmal statt? Wo sie da hier gegen Rumlow kämpfen? Ist auch egal. Jedenfalls, da versuchen sie Rumlow zu fassen, der Typ aus Captain America 2, der für Hydra gearbeitet hat. Und Scarlet Witch ist da halt auch im Einsatz so und
naja, sie versucht dann da irgendwas mit ihren Kräften abzufangen oder das so? Das ist oder eine Granate gewesen. Stimmt. Also eine Bombe, er hatte ja die Bombe hier und er wollte sich auf dem Marktplatz sprengen. Also genau. So und dann, und er hat sie ihn halt in dieser Kugel gehabt und hat es aber nicht geschafft, ihn so weit wegzumachen, dass er halt fern von jeglichen Menschen ist, weil passiert, du kannst halt deine Kraft ja nicht immer perfekt einsetzen, so Fehler passieren. Und dass dieser Fehler hat halt Menschenleben gekostet. Aber das Ding ist halt, man muss halt ja auch bedenken, dass halt hätte er sich auf dem Marktplatz gesprengt, wären genauso viele Leute tot. Wie halt in diesem Gebäude da. Also das ist halt so... weiß ich jetzt nicht. Ja. Nee, aber das sowas halt einfach... Das ist mal ein Film, der das wirklich zum Thema macht, der das aufgreift. Und das fand ich halt auch echt, echt cool. Und was ich auch super finde an Civil War, wir haben es hier mal wieder mit einem Marvel-Film zu tun, mit einem wirklich guten Antagonisten. Daniel Brühl als hier, wie heißt er? Der Bösewicht. Als der Bösewicht. als Zemo. Helmut Zemo. Mhm. Super. Also wirklich richtig, richtig gut. Ne? Das ist eine Figur, da merkst du auch dann spätestens am Ende so, okay, der hat eine Motivation, die ich komplett nachvollziehen kann, warum er das alles tut. Und vor allem, es ist halt auch mal ein MCU-Schurke, der ist wirklich einfach nur ein Mensch. Mhm. Der gewinnt nicht, weil der irgendeine krasse Waffe hat, also der hat keinen Erfolg, weil er eine krasse Waffe hat, weil er Superkräfte hat, so, ne, das ist einfach nur ein Typ, der nicht dumm ist, der schlau ist, der weiß, wie er Leute austrickst, etc. pp., man stellt sich ja dann raus, dass er halt in so einem Todes-Squad-Killer-Kommando von Sokovia war, also von der dortigen Armee, also eben entsprechende Ausbildung hat. Aber wie gesagt, er hat keine Superkräfte, er ist nicht wie der Bösewicht aus Iron Man, der am Anfang auch in einem fetten Kampfanzug drin ist oder so. Und vor allem muss man ja psychologische Kriegsführung, genau. Außerdem muss man halt auch sagen, der hatte halt auch ein Motiv. Der hatte einfach ein sehr gutes Motiv. So, und genau. Das, was man nachvollziehen kann, wo man weiß, dass das falsch ist, aber man nachvollziehen kann, wieso Leute so denken. So, es ist ja dasselbe und ich will es jetzt nicht genauso gleichstellen, aber ich habe halt mal ein Interview gehört, beziehungsweise mitverfolgt, mit einem Nazi, mit einem, der halt wirklich ganz radikal Nazi ist und auch sich so outet als Nazi. So. Und da wurde der gefragt, so, wieso bist du eigentlich ein Nazi? So, sag doch mal. Und dann war der halt so, ja, weil ich bin zur Arbeit gegangen, da hatte ich diese Gedankengänge noch nicht und dann wurde mein Haus angezündet und da war meine Familie drin. Also der hatte jetzt kein Kind und so, aber da war meine Freundin drin und unser Hund und so. Und die ist an dieser Vergiftung, an der Rauchvergiftung gestorben. Und die Täter, die gefasst wurden, die waren, also es war irgendwie ein Hochhaus, ein Mord. Es war halt quasi, er hat das Haus angezündet, um einen Ehrenmord zu machen. Weil, ne, so. Und da wurde das ganz klar nachgewiesen, dass der das war. Und seitdem hatte der einen unfassbaren Hass gegen diese Kulturen. Und man denkt sich so, es ist falsch, es ist dumm und es ist falsch, das zu machen. Aber man kann verstehen, warum der so denkt. Man kann es irgendwo nachvollziehen. Und dasselbe halt auch mit diesen Bösewichten. So, man kann, wie gesagt, die Avengers haben ihm seine Familie genommen. Dafür können aber die Avengers nichts. Weil wenn da eine Bedrohung ist, dann müssen die helfen. So. Und es ist halt auch dumm, dass er die Avengers ausgewählt hat, um die zu vernichten. Weil die haben das ja nicht absichtlich gemacht. Aber wir können es nachvollziehen, wieso er so denkt, auch wenn es dumm ist. Und ich finde halt, es ist krass, dass sie endlich mal einen Bösewicht hingemacht haben, der nicht aus purem Eigennutz handelt. Ja. Das ist voll schön mal zu sehen, dass halt ein Bösewicht auch mal so handelt, weil er einfach nur pure Rache möchte. So, einfach nur pure Rache. Genau, ja. Ja, und also wie gesagt, der ganze Plan von ihm auch ist halt wirklich gut.
Und ich finde halt auch das Ende so stark, wo dann halt, ne, Tony findet raus, dass das gar nicht Bucky war und so. Und schließt sich dann Captain America und Bucky an, die dann da in Sibirien sind, wo irgendwie diese anderen Supersoldaten, die ähnlich wie Bucky sein sollen, da quasi eingefroren sind und so. Und sie haben halt Angst, dass Simo die halt auftauen möchte, um dann seine eigenen Supersoldaten-Crew zu haben, was gar nicht seine Absicht ist. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wir sind die Supersoldaten-Crew von Simo. Soldaten, versammelt euch! Ja, und wie gesagt, das ist gar nicht Simos Absicht so, die sind dann auch irgendwie schon tot oder er hat sie dann da. Er hat sie umgebracht, hat die Maschinen abgestellt, er hat sie umgebracht. Er hat sie erschossen. Genau. Und dann zeigt er den, also weißt du, Tony und Cap haben sich gerade wieder versöhnt. So. Ja. Und dann zeigt er da das Video, die Aufnahme, dass Bucky halt damals, als er unter Gehirnwäsche stand, dass er halt die Eltern von Tony umgebracht hat. Ja. Und dann siehst du Tony Stark, du guckst Robert Downey Jr. ins Gesicht und merkst so, okay. Er sieht rot, jegliche Vernunft, das ist alles weg. So, er will jetzt Bucky einfach dafür umbringen. Ja. So, er weiß, dass Bucky unter Gehirnwäsche stand, aber es geht nicht anders. Es ist ihm egal. Und dieser Kampf dann auch zwischen den dreien, auch da ein intimes Finale. Das klingt jetzt komisch, aber ne, es geht um einen Marvel-Film. Aber es ist doch genau das. Das habe ich bei X-Hamster auch gelesen letztens. Gibt's wahrscheinlich genau einen Film, der ist auch so ein intimes Titel. Finale. Woher? Hast du dieselbe Video gesehen? Jedenfalls, nein, aber es ist ja so. Nein. Es ist halt eben nicht wieder, oh, großes Szenario, ganz viele Killer-Roboter, Aliens, ein Halbgott, Boom, Explosionen, Busch, sondern es ist irgend so eine Forschungsanlage in Sibirien am Arsch der Welt, wo es arschkalt ist und du hast nur diese vier Figuren. Simo geht sogar raus. Der geht raus und wird dann von Black Panther da besucht. So und es ist, ne, so schlimm, seitdem ich jetzt. Ich hab jetzt alles, was du sagst, ist zweideutig. Es ist nur die vier Personen. Und dann hat ihn Black Panther besucht. Es ist jetzt wie Toy Story, Nerdy. Es ist jetzt wie bei Toy Story. Ich kann nicht anders. Ich höre alles, was du sagst, zweideutig. Alles. Aber erzähl mal weiter. Es ist dann wirklich nur der Kampf zwischen eben diesen dreien und ich finde, es ist ein tolles Finale. Also, sagst, auch war das ein perfekt, guter Dreier, ja? Das hast du jetzt gesagt. Civil War ist ein Top-Film. Ich finde den wirklich, wirklich fantastisch. Und ja, ich gehe auch mit vielen Leuten mit. Das hier ist der eigentliche Avengers 2. Ja. Auch wenn Thor und Hulk halt nicht mit dabei sind. Ja. Aber es ist eigentlich der dritte Captain America-Film. Und ja, Captain America ist auch die Hauptfigur. Aber Tony Stark ist fast genauso wichtig. Ja. Ist genauso relevant für diese Handlung. Und also, auf jeden Fall. Das ist ein Avengers-Film. Ja. Und vor allen Dingen, weil ja da halt eben so viele Charaktere mitmischen. Das ist es ja. Es ist ja nicht nur, okay, da ist halt Captain America und Bucky und dann halt irgendwie so ein bisschen Tony Stark. Nein, es ist auch ein Spider-Man mit dabei und es ist ein Ant-Man mit dabei und es sind ja so viele Charaktere mit dabei. Das kann man halt gar nicht anders als eben ein Avenger-Film zu nennen. Es geht halt gar nicht anders. Und ich weiß noch, wie die Leute damals gehypt waren. Erstens, dass Spider-Man dann in diesem Film zum ersten Mal auftaucht und quasi ins MCU eingeführt wird. Ja. Und zweitens, wie sie dann gehypt waren von Tom Holland und von der Interpretation von Spidey und dass er der perfekte Spider-Man ist und gab's so. Gab's da noch nicht den Spider-Man? Und nee. Ach so. Die haben ja Homecoming noch nicht geguckt. Ah ja, stimmt.
Und stimmt, hast recht. Ja. Spider-Man wurde hier in Civil War in das MCU integriert. Aber ich fand es so lustig, wie einfach alle Witze machen über Tante May und alle sie wegflanken wollen. Es ist ja so lustig. Love it. Da kommt noch mehr. Ich weiß. Also wirklich, ich finde auch, wie Black Panther hier eingeführt wird, cool. Entschuldigung. Und ja, so, ne, Martin Freeman taucht hier zum ersten Mal als Everett Ross auf. Es ist wirklich, also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich an dem Film großartig kritisieren sollte. Also, was ein bisschen komisch aussieht hier tatsächlich, ist am Anfang, wenn du da den jungen Robert Downey Jr. siehst. Ich finde, das sieht seltsamer aus als der junge Michael Douglas in Ant-Man. Ja. Aber ansonsten ist ein toller Film. Wie heißt nochmal der Spider-Man-Film? Homecoming. Okay. Was denn? Ich wollte nur mal nachfragen. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja. Ah, schön. Ja. Aber ja, es ist ein fantastischer Film. Ich finde halt auch, dass ich habe eine Sache zu meckern. Mhm. Ein kleinen Filmfehler, wenn man will. Also jedenfalls für mich wirkt er wie ein Filmfehler. So. Weil die haben ja diese Gehirnwäsche gemacht bei Bucky. Und das mit so einem roten UdSSR-Buch. So. Wo halt da eben ganz klar gesagt wird, was man sagen muss, um Bucky dazu zu bekommen, dass er diesen Stuff macht, ne, um diese Gehirnwäsche wieder aktiv zu machen. Ja. Und wie hieß der deutsche Schauspieler da nochmal? Einel Brühl. Brühl, okay. Und die Leute, die Russen spielen, die haben das fantastisch gemacht. Gar kein Akzent, also ne, kein deutscher Akzent, alles super. Kein amerikanischer Akzent, wirklich Russen. So, wie Russen das halt auch machen würden. Brühl hat aber, als er das Buch dann hatte und das vorliest, so scheiße Russisch gesprochen. Ganz ehrlich. Als in der deutschen Synchronisation. In der deutschen Synchro. Sagen. Ich weiß nicht, wie es im Original klingt. Ja, aber trotzdem muss ich er. Ich kann es nicht beurteilen. Ja, so, sowieso. Aber in der deutschen Synchro hat er so scheiße Russisch gesprochen, dass keiner auf diesem Planeten diese Worte, die wüsste ich nicht, was das für Worte sind, die er dort sagt, weil ich das schon vorher gehört habe, hätte ich nicht gewusst, was er von mir will. So. Es ist so schlecht übersetzt, also so quasi, man will ja zeigen, dass er halt so einen Akzent hat, so einen krassen. So. Ja. Aber dass er das trotzdem halt extra, ne, gelernt hat, um halt das umzusetzen. Aber ich sag's, wie es ist so schlecht gesprochen, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie sie das halt so, also das ist für mich ein Filmfehler, so ein bisschen besser. Okay, Akzent, ja, ist klar. Aber, hallo Alexa, dankeschön für den Raid. Hello. Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Halli, hallo, wir sind gerade in der Podcast-Folge zum Thema Civil War und Black Panther. Black Panther kommt jetzt. Hier ist gerade die Podcast-Folge. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr im Stream gemacht? Erzählt mir alles. Wie geht es euch? Wie bei How I Met Your Mother, wenn sie Deutsch reden. Ja, es ist halt wirklich schwierig, weil es halt, das Russische ist halt wirklich nicht gut gemacht. Und ich glaube nicht, dass halt so eine Gehirnwäsche in der Lage ist, Gehirnwäsche zu betreiben, wenn du diese Sätze oder beziehungsweise diese Sachen falsch aussprichst. Als Beispiel. Sagen wir mal, Nerdy, sagen wir mal, ich hätte dich unter Gehirnwäsche, so, ne? Mhm. Und das Wort, worauf du halt irgendwie gehst, ist Eichhörnchen. Ja. Und jetzt würde ein Ami kommen und sagen, I hear him. Du würdest doch niemals
in deinem Kopf auf einmal so ein Schalter sich drin. Oh, man hat Eichhörnchen gesagt. Nee, du würdest... Bäh. So, deswegen, es ist halt so schlecht gemacht, dass ich halt nicht verstehe, wie man das so umsetzen hätte können, dass man versteht, ah, okay, ja klar, natürlich ist das gut Russisch und natürlich sagt er die richtigen Worte, weil es war wirklich schlecht. Es war für mich so ein Filmfehler, hätte man besser machen können. Ihr habt gefarmt? Nice. Was, also, ihr habt, also, dieses Farmspiel, ne? Ich weiß nicht, wie das Farmspiel geht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Wie heißt das? Was? Wie heißt denn das? Let's Farm? Markus hat gerade einfach nochmal wieder so eine Asterix, Asterix-Anspielung gemacht. Du bist ein Eichhörnchen. So. Ich weiß nicht, wie das Game heißt. Sag mir mal kurz. Landwirtschaftssimulator. So. Dankeschön. Das Wort habe ich gebraucht. Denn freut es mich. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ich bin mir ziemlich sicher, weil du bist eine Frau mit Geschmack, dass dein Bauernhof geil aussieht, bin ich ehrlich. Ja. So, also, was sagst du? Ich glaube, mit Civil War sind wir durch, oder? Civil War sind wir durch. Ich würde gerne wissen von 1 bis 10, wie du... Ist eine 9. Ja, gut, dann bin ich halt ganz deiner Meinung. Bin voll mit dabei, finde ich auch. Eine 9, ganz klar, ist ein Top-Film. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Man würde wirklich was verpassen, würde man diesen Film nicht sehen. Ja. Ja, okay. Ja, jetzt Wakanda. Ich bin gespannt. Wakanda, Black Panther. Was hast du für ein Problem mit Wakanda, Brudi? Ich habe mich das jetzt auch so ein bisschen in Ansätzen gefragt. Okay, gut. Ich diesen Film jetzt ein zweites Mal geguckt habe. Ich fand den jetzt nämlich gar nicht so doof, wie ich den damals fand. Hör mir auf. Also, er gehört nämlich trotzdem nicht zu den besseren Marvel-Filmen. Ich muss schon sagen, ich fand den doch eigentlich jetzt ganz nett. Ich glaube, was mir damals tatsächlich bei Black Panther gefehlt hat, war so ein bisschen der Humor, der mich wirklich zum Lachen bringt. Okay. Weil das tut der Film nicht. Ich finde, hier sind höchstens so, ja, er versucht das hier und da mal irgendwie, aber wirklich gute Gags hat er jetzt nicht zu bieten, ohne dass er aber richtig ernst ist eben. Okay. Und was halt, finde ich, einfach nicht gut aussieht, ist, also generell in diesem Film das CGI, nee. Okay. Das mit dem CGI, ich glaube, du hast ein sehr empfindliches CGI-Auge, weil ich sehe es nicht so. Weil ich habe dir auch gesagt, so denk an das Schlabbermonster oder Popelmonster oder wie das heißt. So, das ist schlechtes CGI. Ich finde, hier geht es eigentlich tatsächlich, ich sehe es nicht so streng wie du. Ich muss aber sagen, eventuell muss ich da so ein bisschen diesen Film in Schutz nehmen, der deutschen Synchro geschuldet. So. Firo schreibt, ob Nerdy Rückenschmerzen hat vom Rückwärtsrudern. ich muss halt einmal ganz kurz sagen, dieser Film ist im Englischen, der hat sehr viele Inside-Jokes, Meme-Jokes, die nur im Englischen verständlich sind. Als Beispiel, als die Schwester von dem König. T'Challa. T'Challa, genau. Als die ihn in dieses Büro beziehungsweise in das Labor bringt, sagt sie jetzt zu seinen Schuhen, sagt er so, but what are those? Und dann sagt sie so, but what are those? Und das ist halt ein Meme aus dem Amerikanischen, den sie reingebracht haben. Für so Schuhe, denn weil er halt so diese Sandalen anhatte. Also es ist halt ein Meme aus der Meme-Kultur in Amerika und den verstehen wir halt hier drüben nicht. Den verstehen wir hier drüben nicht, weil das ist halt nicht unsere Meme-Kultur. So, und es gibt halt
super viele, habe ich gehört, aus bestimmten Kritiken aus dem amerikanischen Bereich, dass dort mehrere Witze sind, die wir nicht verstehen, weil das amerikanische Memes sind. Stecken wir nicht drin. Was ich halt sehr schade finde, und da muss ich dir recht geben, was ich sehr schade finde, weil, ja gut, aber es ist ja nicht nur ein amerikanischer Film. Wo sind die Witze für die Deutschen? So, hallo? So, weil beispielsweise Captain America hatte ja auch auf seinem Zettel, den er ja da halt irgendwie hatte mit, das muss ich halt erlebt haben, hatte ja, gab es ja extra auch Deutsch, einen deutschen Zettel, wo halt steht irgendwie in irgendeinem Museum, hier aus dem ersten Teil, wo er halt irgendwie sagt, so hier, ich habe so einen Zettel mit Sachen, die ich halt noch machen muss. Da gab es ja halt für jedes Land ein was anderes, beispielsweise irgendwie aus dem japanischen Bubble Tea trinken oder halt irgendwie sowas, you know. Und da gab es halt dasselbe auch eben für die deutsche Community. Deswegen finde ich das schade, dass es halt hier nicht irgendwie an die deutsche Community oder generell an andere Länder angepasst wurde, weil wir verstehen es nicht. Bei uns ist es halt einfach nur so ein, ja okay, sie hat halt geschrien und gesagt, aber was ist das? So. Und es ist halt kein Meme-Potenzial. Deswegen, ich gebe dir recht, es ist nicht lustig. Dieser Film ist null lustig. Aber ich finde trotzdem, auch wenn er nicht wirklich lustig ist, ist er nicht schlecht und macht eine gute Figur. Denn dieser Film, finde ich, ist von vorne bis hinten für mich spannend. Ich finde ihn sehr spannend. Ich will wissen, was passiert da. Und weil es, das Ding ist ja, das mit dem Cousin, Bruder, whatever, kam ja dann und ich war so, oh mein Gott, dieser spanische Witz, dieses, es ist nicht Mario, es ist El Mario. Und dann halt so, so, weißt du, es ist dann auf einmal so, oh mein Gott, da gibt's jemanden, der eine wahrliche Bedrohung sein kann und wird er es schaffen und wird er es nicht schaffen und oh mein Gott, der hat die ganze Rachepläne. Das Ding ist halt, ich verstehe seine Rachepläne nicht wirklich. Ich verstehe nicht, woher das kommt und warum. Aber anyways, er hat Rachepläne. Er will den Thron. Und. Und auch wenn ich ihn nicht verstehe, leider, anders als den Bösewicht aus dem Civil War, verstehe ich halt den Bösewicht von Wakanda nicht. Warum? So, check ich nicht. Ja, also ganz kurz vielleicht. Ja. Story kann man relativ schnell zusammenfassen. Ja. Was? Wir haben T'Challa. Der wird jetzt neuer König von Wakanda, weil ja sein Vater in Civil War gestorben ist. Genau. Und dann, er ist halt eben auch der Black Panther, so. Und ist dann halt auf einem Einsatz, weil Klaue, Ulysses Klaue, den wir in Avengers 2 bereits kennengelernt haben, der hat halt im Besitz etwas von diesem hier Vibranium und will das verkaufen. Und sie wollen an dieses Vibranium halt rankommen, weil es ja aus ihrem Land stammt. Und Klaue arbeitet aber zusammen mit Eric Killmonger Stevens, wo sich dann später rausstellt, dass das halt der Sohn des Onkels von T'Challa ist. Der wiederum, also der Onkel hat damals quasi Wakanda verraten. Weil der hatte nämlich die Idee so, warte mal, wir verstecken uns die ganze Zeit vor allen und das ist doch falsch. Wir haben dieses Vibranium, wir sind krass. Wir sollten eigentlich rausgehen in die Welt und quasi herrschen. Sie erobern, im Prinzip. So, ja. Genau. Und daraufhin wurde dann halt der Onkel von seinem Bruder, also T'Challas Vater, getötet, mit dem Tode bestraft. Nicht ganz. Er wollte ihn nicht töten. Er wollte ihn auch nicht mit dem Tode bestrafen. Das hätte er mit zu Wakanda genommen. Aber er hat dann angegriffen. Er hat den... die Namen, Brudi. Der halt so ein hängendes Auge hatte. Den hat er versucht anzuschießen. Und dann ist der Vater dazwischen gegangen. So, und hat der mit dem Hängen... Hä? Nee, nicht Suri.
der hat doch einen besten Kumpel dort gehabt. Ja. Und der Vater war ja dann da, also der Thron, der König war ja dann da und das war ja sein Bruder. Und dann sagt er halt so, ja, wir haben hier überall Spione. Und dann auf einmal wechselt er dieser Schamane, der wechselt ja dann die Seiten. Und er wollte ihn ja Pjung machen, er wollte ihn ja attackieren. Und deswegen hat der Vater zuerst zugestochen. Ja, okay. Also es war aber jetzt nicht zu Tode bestraft, er wollte halt ihn ja mitnehmen für das oberste Gericht, damit er sich zur Verantwortung stellt. Das war quasi eine Reaktion darauf, dass er halt den anderen attackiert hat. Okay, aber nichtsdestotrotz, er hat ihn auf jeden Fall umgebracht. Ja. Und deswegen will dann halt Eric Rache üben. Und ich weiß auch... Eric ist ja der Sohn, ne? Genau. Ja, und das Ding ist, das verstehe ich nicht. Weil, und jetzt passt auf, mein Point, okay? Eric, was ist denn der Grundgedanke von Eric? Warum, was will er eigentlich? Das ist das Problem. Eric, also Michael B. Jordan, ich habe das nämlich mitbekommen. Der wurde halt damals auch, wurde gelobt, so, oh, das ist doch mal, das ist auch ein besserer, einer der besseren MCU-Bösewichte und so, und der ist doch gut und der hat noch eine Motivation, die man nachvollziehen kann, so. Nein. Also, ja, er will Rache dafür, dass sein Vater umgebracht wurde. Okay, bis dahin gehe ich noch mit. Aber der Vater war kein cooler Mensch. Ich hab's ja gerade erzählt. Der wollte, weißt du, man kann sagen so, ich finde das doof, dass wir uns verstecken, dass wir uns der Welt nicht zeigen. Ja, das ist okay, so. Aber dann kann man... Das ist okay. Ja. Aber das ist ja nicht das, was der Vater wollte, sondern der wollte nicht nur, dass wir rausgehen, sondern dass wir halt wirklich, dass wir erobern, dass wir uns mehr Macht in der Welt holen. Ja. So. Und dann wird er umgebracht. Und wie du sogar sagst, dann eben nicht quasi so, okay, du Bruder, du hast mich verraten, ich kill dich jetzt, sondern im Prinzip auch so ein bisschen Notwehr in Anführungsstrichen. Ja. Was dann in dem Film irgendwie rausgemacht wird als, oh mein Gott, du hast den Bruder getötet, oh, du hast meinen Onkel umgebracht, ah, warum hast du das getan und so, na, schlimm, großes Geheimnis und bla, und das ist eine Schande für die Familie. Guck mal, mein Gedanke ist, es ist halt sehr dumm. Es ist halt ein sehr dummer Bösewicht. Ich finde, es ist ein sehr, sehr dummer Bösewicht. Weißt du warum? Wäre es ein guter Bösewicht, hold your beer, entspannt euch, let me explain. Wenn er die Motivation hatte, Rache zu üben, an wen? Mhm. Der Vater ist tot. Maximal hätte er Rache üben können an den Typen, für den er gestorben ist, wo halt, ne, dieser Schamane da, okay, so, aber damit ist ja seine Rache getan, so. Dann, was will er mit dem Vibranium, ne? Will er das halt irgendwie exponentiell nach außen tragen? Er hat ja sich so hingestellt, als würde er wollen, dass die Kiddies und dass halt die in der Unterschicht und bla geholfen wird, richtig? Der hat ja gesagt, so, ja, unser Volk sitzt da unten und wir könnten mit dem Vibranium voll krass werden, so, ne? So. Ja. Und dafür sind aber unsere Spione irgendwie da und wir kommen nicht wirklich voran. Ja, aber du bist doch der fucking Cousin oder der Cousin? Werd doch cool mit dem fucking König und werd sein Brater. Zack, boom, hast du. Weißt du, was ich noch okay gefunden hätte? Ich hätte es noch okay gefunden, wenn er sagt, okay, er will Rache, so, sein Vater wurde umgebracht, okay, dann, ja, der alte König ist schon tot, ja gut, okay, dann rächt er sich halt, dann rächt er sich halt, indem er totaler entmachtet, so, okay. Würde er dann ein König werden, der trotz alledem aber halt gerecht ist, der was Gutes für Wakanda will, also nicht einfach, wir fangen jetzt Stress mit anderen Nationen an, sondern will, dass alle Wakanda sicher sind und so weiter und so fort, nee, er wird König und spätestens da, also ist vorher schon klar, aber da wird dann auch nochmal klar so, der Typ ist ein Arsch, der ist machtbesessen, der ist einfach durch und durch böse. Ja. Und dadurch ist es dann eben doch kein guter MCU-Bösewicht. Ja. Vor allem,
dass er dann am Ende aber doch noch irgendwie diese Szene bekommt, wo er da seinen Zweikampf mit T'Challa hat, er verliert, er wird tödlich verwundet, T'Challa sagt dann noch, ey, wir bringen dich hoch, wir können dich heilen und so, und er sagt, nein, nein, mach ich nicht, lass mich einfach hier sitzen und in den Sonnenuntergang noch blicken und so, und dann kriegt er quasi noch sowas Melodramatisches. Ja, so einen heroischen so. Tod auch so ein bisschen. Ja, das hat er nicht, ja. das verdient. Das hat er nicht verdient. Das hat die Figur nicht verdient. Nee, der ist, der weißt, ist du, ein was, der, weißt du was, weißt du an wen er, also an was für ein System er mich erinnert? An so ein Black Panther, aber auf Rap-Video angelehnt. Der wirkt halt wirklich wie so ein Yo, ich bin der Black Panther, aber auf ich bin in der Bronx groß geworden. So, und das ist halt so, oh, weiß ich nicht, muss das? Also ich mag den Schauspieler. Ich mag den. Michael B. Jordan ist cool. Der ist cool. Der ist ein richtig cooler Dude. Aber ich finde auch dieses, dass er überall so Schnitte hat und dann so, ja, für jeden Toten so, voll geil. Aber er will, das ist für mich halt nicht so eine geradlinige Sache, dass man ganz genau weiß, was er wirklich will. Er will sich rächen für den Tod des Vaters, aber und irgendwie auch seine Vision hinterherlaufen, aber irgendwie will er auch den Leuten helfen, aber irgendwie will er auch, dass kein anderer König wird, aber irgendwie will er auch noch das und das, und eigentlich ist er voll der Wichser, und eigentlich ist der, man kommt nicht ganz hinterher, was ist denn, kann einer von dem im Chat einen Grund nennen, was sein, guck mal, bei dem anderen war es, okay, seine Familie ist tot, er will sich rächen. Was ist die Mission von dem? Was ist der? Es ist wieder Gier nach Macht. Ja, aber gleichzeitig aber auch Rache am Vater. Es ist zu viel. Ja. Weißt du, es ist zu viel. So, gib mir doch was ganz Vernünftiges, Nachvollziehbares und nicht das und hier und da und der, das auch noch. So. Und ich finde das, halt auch so schade, weil dieser Film hat einen guten Bösewicht, aber der wird leider viel zu früh gekillt. Die Unterdrückten zu befreien. Nee, das ist aber nicht, das ist überhaupt nicht sein Vibe. Nein. Nee. Das ist überhaupt nicht. Wo hast du das denn her? Das kommt überhaupt nicht rüber. Nö, also, gar nicht, Markus, also, gar nicht. So, maybe wollten sie sich da irgendwie so einen Kommentar erlauben, dass Schwarze in den USA immer noch irgendwie, nicht alle in guten Verhältnissen leben und Rassismus halt immer noch ein großes Problem da drüben ist. Ja. Aber das kommt einfach, wenn das irgendwie die Absicht war, dass er irgendwie sagt, so, wir wollen die Schwarzen an die Macht. Er sagt das in einem Nebensatz und gleichzeitig in der Yo, ich möchte die Befreiung der Unterdrückten dort in der Welt von Amerika, will ich das machen, aber gleichzeitig unterdrücke ich das neue Königreich. Das macht gar keinen Sinn. So, das macht keinen Sinn, wenn du ein Befreier von irgendwem bist, der unterdrückt ist, dann unterdrücke doch nicht eine andere Nation. Also das ist ja Bullshit. So. Ja. Aber wie gesagt, Ulysses Klaue, Andy Serkis. Ja. Ist keine tiefe Figur, aber mein Gott, was hatte Andy Serkis für einen Spaß an dieser Rolle. In jeder Szene, das merkst du dem so an. Und ich hätte so gern so viel mehr Szenen mit dem gehabt. Es ist wirklich, also der macht richtig Bock. Der macht richtig Bock. In jeder Szene, wo er ist, reißt er die irgendwie an sich und ist einfach super cool und unterhaltsam. Und es ist halt so schade, dass der so früh einfach schon gekillt wird. Ja. Und davon abgesehen, wie gesagt, was ich so sehr gefeiert habe, war dieser ganze Part in Korea. In dem Casino und so. Das fand ich richtig cool. Das hat auch so ein bisschen, der Film hat generell bis dahin auch so ein bisschen so Black James Bond Vibes, weil Black Panther ist zwar ein Superheld und trinkt dieses Zeug von dieser einen Pflanze, um seine Kräfte zu maximieren, und hat natürlich diesen Anzug und so weiter. Aber er hat dann auch dieses technische Spielzeug, was seine Schwester ihm da irgendwie zusammengebastelt hat. Ja, aber Castiel schreibt zum Beispiel, die Unterdrückung, die Unterdrückten befreien, indem er die Vibranium-Waffen gibt, stiehlt
war, glaube ich, die Motivation des Vaters, ist aber wieder 2 Jahre her. Also weil das Ding ist halt, aber warum lässt er alle Pflanzen verbrennen? Wenn das die Motivation ist, Vibranium zu klauen, um halt eben was Gutes zu tun, um die Unterdrückten zu befreien, warum verbrennt er diese magische Pflanze, die dem Black Panther seine Kraft gibt? Kein anderer ihm seinen Posten da wieder streitig machen kann. Genau, und das hat ja nichts mehr mit ich helfe den Unterdrückten zu tun. Und auch mit ich helfe den Unterdrückten hätte man ja machen können, indem er sagt, ey Bruder, was geht, Cousin, was geht? Ich bin wieder back in the town. Let's go, let's talking. Und er wird sein Betreuer da. Und kann ihm da halt sagen, ey, ich bin in der Bronx groß geworden, mit dem konnte man doch reden, mit dem Black Panther konnte man reden. Deswegen ist das halt so unfassbar unnötig, dass der sagt so, ich will den Thron. So, das macht halt keinen Sinn, weil mit dem Black Panther konntest du ja reden. Das ist ja nicht der alte Vater gewesen, der engstirnig war, sondern mit dem konntest du ja reden. Das sieht man ja am Ende des Films, dass diese Wahrnehmung ja eher nicht verschlossen dessen ist. Deswegen macht das gar keinen Sinn. Also entweder bist du machthungrig oder du willst deinen Vater rächen oder du willst Leute befreien von ihrem Leid, Vibranium stehlen, reich werden. Was ist es? So, es sind so viele gleichzeitig. So viele Sachen gleichzeitig, dass es halt undurchsichtig irgendwann wird. Was ist denn jetzt eigentlich Phase? Weil viele Steps machen keinen Sinn für die Motivation, die davor gesagt wurde. So, und das ist mein Problem. Weil man kann ihn halt nicht klar einordnen. Ja. Ansonsten, also wie gesagt, ne, die ganze Casino-Szene fand ich richtig cool. Aber sobald dann eben mehr CGI irgendwie im Spiel ist, ich finde, in dem Film sieht das halt wirklich irgendwie alles nicht so toll aus. Und dann hast du noch dieses Finale mit diesen XXL-CGI-Nashörnern. Das finde ich halt nicht so geil. Was ich mag, ist wiederum, dass der Film halt wirklich so diese afrikanische Kultur lebt und auch versucht halt auch einem weißen Publikum näher zu bringen. Das finde ich cool. Ich mag den Soundtrack von dem Film sehr. So, also die Songs da von Kendrick Lamar und The Weeknd sind super. Die Besetzung ist halt auch cool. Also, ne, Chadwick Boseman, rest in peace, viel zu früh gestorben leider. Ist ein cooler T'Challa. Michael B. Jordan ist ein guter Schauspieler. Dann haben wir hier. Gott, ich habe Angst, den Namen falsch auszusprechen. Danai Gurira, Michonne aus Walking Dead. Die ist cool als Okoye, die ist richtig cool. Lupita Nyong'o ist sowieso auch eine fantastische Darstellerin. Martin Freeman sehe ich wahnsinnig gerne. Der macht hier Laune. Wie gesagt, Andy Serkis ist toll. Daniel Kaluuya hat hier nur eine kleine Nebenrolle eigentlich. Aber es sehe ich auch gerne. Forrest Whitaker, Angela Bassett. Also, wirklich, der Film ist top besetzt. Wer ist denn dein Favorite von den ganzen? Also, welcher Charakter hat bei dir, außer Kralle jetzt, hat bei dir denn so ein Nach... Also, so ein... Der ist bei mir oben. Außer Kralle. Schwer zu sagen. Ich glaube, ja... Ich glaube schon Okoye. Die finde ich schon am coolsten eigentlich. Wer ist Okoye? Also halt die Anführerin, also die Anführerin der Leibgarde. Ja, ich auch. Ja. Ich finde auch. Also die Frau hat eine Attitude und so, wie sie spielt. Sie hat eine unfassbare Attitude. Und eine übertrieben krasse Mimik. Ich finde ihre Mimik, genau deswegen wollte ich darauf hinaus, hatte die Hoffnung, dass du sie nennst, weil ich liebe ihre Mimik. Wenn du ganz genau dir anguckst, man sieht die Verzweiflung in ihrem Gesicht, aber nicht zu übertrieben, sondern wirklich so in dem Maße, dass du so denkst, ach krass, man sieht schon in ihrem Gesicht, bevor sie die Wörter ausspricht, wie es ihr geht. Und das finde ich toll. So, allein schon auch so dieses, also das sind ja so Leute, wo man halt sagt, man kann aus dem Gesicht herauslesen, wie es dir gerade geht.
Und auch beispielsweise, als sie in dieses Casino gegangen sind, man sah richtig in ihrem Gesicht, wie sie gar keinen Bock hatte. So. Und das halt, und das ist halt so toll, wenn halt so Schauspieler das halt können, ohne was zu sagen, ohne groß irgendwie over zu acten, einfach nur eine Mimik an den Tag zu legen, wo man direkt, weil sie hätte nicht mal ein Wort sagen müssen, ich hätte genau gewusst, was sie denkt. Und das finde ich toll. Mhm. Und sie ist auch noch so stark. Und so, also ich finde es toll. Mhm. Ich finde die super. Ja. Kleiner Funfact übrigens am Rande, der Schauspieler, der am Anfang in dieser Rückblende den jungen Suri spielt, ist der Sohn von Forrest Whitaker. Ach, crazy. Ja. Genau, und der junge T'Chaka ist der Sohn von dem alten T'Chaka. Ach, also lol. Von dem alten König. Lol. Oh. Und der alte König, also ist der Darsteller Sohn vom neuen John König. Carney. Nein. Ah. John Carney. Ist der Vater ist vom neuen König. Nein. Ah, fuck. Okay. Ist der Sprecher von Rafiki im König der Löwen Remake. Ah, ja, nice. Ja, okay. Ja. So, das soweit dazu. Ja. Und wir haben eine deutsche Darstellerin auch mit dabei. Die hat hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob die in Black Panther 2 vielleicht irgendwie mehr Screentime hat und so. Man hat sie auch in Civil War schon ganz kurz gesehen. Quasi auch eine von der Leibgarde ist eine Deutsche. Okay. Ja. Genau. Ansonsten, wie gesagt, also ich vergleich da, wie ich ihn damals fand, ich fand ihn damals halt, weil er irgendwie, wie gesagt, ich hatte irgendwie mehr Humor erwartet. Ich war vom CGI halt irgendwie so, ich fand den Bösewicht so, und Kralle stirbt viel zu früh. Und irgendwie hatte der auf mich so einen Durchschnittseindruck. Ich kam so raus und dachte mir so, ja, so 5 von 10, ich weiß nicht, warum Leute den jetzt irgendwie so abfeiern. Wisst ihr, was toll ist? Also, Pingu, erstmal gute Nacht. Wisst ihr, was gute toll Nacht, Pingu. Ist? Wenn so eine Filme wie Miss Marvel, Black Widow und so rauskommen und die so scheiße sind, dass ein Nerd, die sofort sagt so, also ich bin so viel Scheiße gewohnt, der Film ist eigentlich voll okay. Also damals also war es nicht das so. Ding. Ich würd wirklich sagen, Black Panther ist okay. Also ist für mich so eine 6 von 10. So wie die Erwartungshaltung bei manchen Filmen wirklich krass hoch bei Nerdy ist, weil er sehr verwöhnt ist, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, bei einigen Filmen, ist aber auch die Erwartungshaltung von Scheiße sehr low geworden, weswegen er jetzt so ein, ja, ist okay, ist gar nicht so scheiße, wie beispielsweise Miss Marvel oder She-Hulk. So, Mensch, das ist so voll okay. Es ist wirklich, es ist echt okay. Also ich finde der Film. Und ich gönne ihn allen Schwarzen. So, dass die von so einem großen Franchise, was so einen Film bekommen haben, wo weiße Darsteller klar in der Unterzahl sind. Yes. Wo die Kultur gefestigt wird, wo halt man das so richtig schön positiv nach außen packt, dass halt auch die in diesem Kern ein Wakanda bekommen haben, was halt so unfassbar vielfältig ist, auch so von der Ort, Landschaft und so weiter. Man hat ja so viel gesehen, dass sowohl dieses Innovative wie mit der Kultur einhergeht. Ich meine, wenn man sich halt nur die Kostüme anguckt und auch hinten die ganzen Säulen und so, das ist halt alles so schön gemacht, so kulturell auch. Wirklich, das ist ein richtig schöner Film. Also, wer den Film nicht kennt, guckt ihn. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, kann man machen. So. Der Film hat so viel Kulturelles gut, so cool gemacht. Man hat richtig das Gefühl so, boah, da wurde sich richtig Gedanken gemacht über wie machen wir eine neue Welt auf einen neuen Superhelden, eine neue Welt Wakanda. Für die Black Community auf. Das haben die mit dem Film so gut hingekriegt. So, dass man halt auch wirklich das Gefühl hat, okay, hier dreht es sich nicht um eine Randfigur, die ein Black People ist, sondern um halt wirklich ein komplettes Universum. So wie ich halt auch gesagt habe, dass ich das halt gut fand bei Küss den Frosch mit einer dunkelhäutigen Prinzessin. Genauso finde ich das halt hier ganz toll mit einem
Zum Beispiel hier, das habe ich ja auch, das fand ich ja auch halt so, dass der Kumpel hier von Tony, der auch so ein Suit bekommt. Wie heißt der denn jetzt nochmal? Der auch so ein Suit, der so fliegt, bekommt. War Machine. Dass War Machine halt dunkelhäutig ist. So, mhm. Okay, cool. Aber er spielt in einem Universum, wo er klar die Minderheit ist. So, weil weiße Personen dort klar die Mehrheit ist. So, Tony Stark, Captain America, dies, das, Ananas. So, aber hier ist das halt nicht der Fall. Hier dreht sich alles um eine ganz andere Kultur und eben um die Black Community. Und das finde ich fantastisch. Das finde ich richtig, richtig gut. Auch hier, ich fand es ja so toll, ne? Dass die diese Stämme gezeigt haben, ne? Diese verschiedenen Stämme, diese Kultur, auch so dieses mit den Hälsern hier, dass das halt so ganz viele Dings sind. Und auch hier diese Narben, die sie dort halt extra gemacht haben, die Bemalungen, dieser Typ, der aussieht, als würde er die ganze Zeit einen Teller mit sich tragen. So, das ist halt so krass gut inszeniert worden. I love it. Ich bin ja sowieso großer Fan von kulturellen Sachen. Bei Merida bin ich ja auch schon voll abgegangen. Deswegen, ich finde es ja toll, wenn man Kultur so richtig schön darstellt. Das haben sie auf jeden Fall bei diesem Film geschafft. Also großes Lob. Was ich aber nicht verstanden habe. Okay. Also, beziehungsweise, doch, ich habe verstanden, warum man es gemacht hat. Ich habe verstanden, warum man es gemacht hat. Wir möchten bitte keine Rassistenkarte hier haben. Aber ich finde es falsch, dass der Film bei den Oscars als bester Film nominiert war. Okay, warum? Ja, weiß ich. Also, ich glaube, sie haben es gemacht, weil der Film so ein Riesenerfolg war. Ja. Und als so ein wichtiger Film für die Black Community. Ja. Aber als Film an sich, und darum sollte es bei den Oscars gehen, kannst das nicht als bester Film nominieren. I'm sorry. Mit wem war das denn im Konkurrenzkampf? Naja, bester Film sind ja immer also recht viele Sachen nominiert. Ja. Green Book hat damals gewonnen. Black Klansman, Bohemian Rhapsody, Ach so, warte The mal. Favorite, warte ganz kurz, Roma. Warte ganz kurz. Also, der war nominiert als bester Film, aber der hat nicht gewonnen. Er hat nicht gewonnen. Nein, ja, er war nominiert. Was ist denn jetzt die Kritik? Ja gut, er wurde nominiert. Und jetzt? Das sind ja mehrere Leute, die das halt nominieren. Wenn ich jetzt für... Okay, jetzt muss ich aber mal ganz kurz das Ding jetzt droppen, ja? So. Eine Shuyoko war auch nominiert als Spielerin des Jahres. So. Sie hat gewonnen. Ja, eben. Und das ist viel komischer, als dass dieser Film nominiert war. Es sind ja, ich kann ja auch für alles Mögliche nominiert werden. Lustigste Person in diesem Raum. Und jetzt so. Ja, aber es muss ja einen Grund geben, warum du einen Film bei den Oscars als besten Film nominierst. Ja, und dieser Film hat das Zeug, den Preis als bester Film abzubekommen. Ja, und so. Du hast es ja schon genannt. Und ich wette, es hätte in dem Jahr etliche andere Filme noch gegeben, die nicht nominiert waren in die Kategorie, die es mehr verdient gehabt hätten. Ja. Oder auch nicht. Solange der das nicht gewonnen hat, verstehe ich die Kritik nicht. Weil es ist doch nicht, es ist ja deine Sichtweise. Es ist deine Sichtweise, dass der es eventuell nicht verdient hat, überhaupt nominiert zu sein. Ich finde grundsätzlich ein Film, der so krass die Menge begeistert hat in dieser Form und ein politisches, auch wenn eben Oscars nicht immer, also nicht politisch sein sollten, aber trotzdem so ein politisch gutes Statement gebracht hat, finde ich eine Nominierung für diesen Film komplett gerechtfertigt. Er hat ja nicht gewonnen, er wurde trotzdem nominiert. So. Wenn der gewonnen hätte, hätte ich auch gesagt, weiß ich nicht. Also filmtechnisch ist er jetzt halt nicht so, dass er über alle anderen Filme steht. Aber eine Nominierung finde ich trotzdem komplett solide. Nominiert Katja zur Klassensprecherin. Ich finde es halt auch irgendwie, vor allem selbst, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Academy gesagt hat, ja, wir nominieren den, weil der so erfolgreich war und weil der so einen Stellenwert für die Black Community hat, aber der wird ja niemals den Preis bekommen, aber Hauptsache ist nominiert. Ja. Ja, aber wo ich mir dann auch denke, so,
das sollte eigentlich auch nicht die Denke von Preisverleihungen sein, dass du Filme nominierst, wo du schon von vornherein schon weißt, ja, aber der gewinnt ja nicht. Wir können ihn nominieren, aber er wird ja nicht gewinnen. Nerdy. So. Nerdy. Echt? Nerdy. Nee. Ich finde, also, so sollten Preisverleihungen nicht funktionieren. Eurovision Song Contest. Nerdy. Nerdy. Eurovision Song Contest. Nerdy. Also. Er wird gevotet. Ja, na und? Trotzdem wissen die Deutschen ganz genau, dass sie einen Bullshit dahin schicken. So. Also, wie, zeig mir eine Preisverleihung. Eine, die nicht politisch ist. Darum, in dem Jahr, ich habe gerade mal geguckt, wie gesagt, allein schon bei den Filmen, die als bester Film nominiert waren, Green Book hat gewonnen. Ja und? Das ist genau das Gleiche. Ich kenne Green Book nicht. Da geht's darum, dass ein weißer Chauffeur, also dass ein Weißer, der Chauffeur oder Taxifahrer oder wie auch immer, ich glaube es ist Chauffeur, wird von einem schwarzen, ich glaube Pianisten, Musiker auf jeden Fall, in den, was, 50ern oder so? Okay. Also das ist auch ein Film, der sich mit dem Thema Rassismus befasst. Black Klansman ist nominiert gewesen. Wo es um einen Schwarzen geht, der gegen den Kuckucks-Clan agiert. In demselben Jahr, der war nicht mal als bester Film nominiert, Beale Street ist, glaube ich, auch ein Film, wo es um Schwarze geht und um Rassismus. So, also... Ja, aber dann zeichnet sich doch ein Muster. Dann verstehst du doch, warum er nominiert wurde. Ja, aber warum war dann Beale Street nicht als bester Film nominiert, der, glaube ich, auch richtig gute Kritiken bekommen hat? Weil er vielleicht nicht so viele Einnahmen erzielt hat. Ja, aber darum sollte es ja nicht gehen bei den Oscars. Ja, bei bester Film. Wie gesagt, nenn mir eine Preisverleihung, die nicht politisch angehaucht ist. Selbst die Miss Universe, die eigentlich davor darum ging, wer ist die Hübscheste, ist politisch angehaucht. Nenn mir eine Preisverleihung, die nicht politisch ist. Ich bin ein großer Kritiker der Oscars. Die Oscars haben schon sehr viele komische, da sind schon sehr viele komische Entscheidungen gefällt worden. So. Guck mal, aber das ist keine Entschuldigung. Weißt du, was passiert, wenn das nicht politisch ist? Wenn nichts Politisches mit dabei ist, sondern man halt nur auf die beispielsweise meist geklicktesten, meist gemochtesten und so weiter Sachen guckt? Willst du es wissen? Dann wird von einem Barbie-Film, der feministisch ganz, ganz, ganz groß gelobt wurde, der männliche Song mit It's Kenough gewählt als bester Song von diesem Film. Beste Message von dem Film. Der Typ... Ja, so, ich bin als Mann genug. So, das wird dann halt gewählt. Anstatt das feministische etwas, was dort halt eigentlich besprochen werden sollte, wird jetzt. Aber ich war letztes Jahr, ne? Ich glaube, das war letztes Jahr, ja. Achso, aber ja gut, aber war dann die diesjährige Oscar-Verleihung. Muss mal gucken. War der nicht nominiert? Der war nominiert. Bester Song? Ja. Ja, der hat ja gewonnen. Das war ja das Problem. Nee, war er nicht. War er nicht. Der hat irgendetwas gewonnen, und zwar nur Ken, also nur, oder bester Schauspieler von dem Film, war dann Ken und nicht Barbie und nicht, und irgendwas war da, und ich war so, bitte? Was? Warte mal, ich bin gerade bei den Falschen. Du bist gerade bei den Falschen? Ich bin gerade bei der Oscar-Verleihung 2023, oh Gott, ich bin so blöd. 2024 muss ich doch gucken. Okay, mein Fehler. Warte, bester Song. I'm Just Ken, ja, war nominiert. Ja, richtig. Und ich denke mir so, wirklich, bei dem Song, wo es darum geht, dass man, das eine große Kritik ist und für Feminismus ist, ist der männliche Song der nominiert war, so... Und das ist halt, wenn halt man nicht politisch... Ja, der Song ist ja nicht ernst gemeint. Ja, aber der ist trotzdem scheiße. Im Vergleich... Nö. Doch. Der ist witzig. Ganz toll ist er. Der ist super ganz witzig. Ja. Ich finde, der war zu Recht nominiert. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. So, und Ryan Gosling war auch zu Recht nominiert. Und war nicht sie auch nominiert? Margot Robbie war doch auch als beste Hauptdarstellerin nominiert, oder? War nicht? Sie? Weiß ich nicht. Nee, war sie nicht. Ach so, schön auch, ja. Ganz toll. Ja.
Aber ja, Ryan Gosling war nominiert und das zu Recht. Das habe ich damals schon gesagt, nachdem wir den geguckt haben. Ja. Dass der eine Oscar-Nominierung dafür verdient hat. Ja, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Es geht ums Filmische. Es ist ein Filmpreis, kein Politikpreis. Ja, es ist immer politisch, das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, das ist halt auch keine Entschuldigung dafür, dass Black Panther nominiert war. So, das ist... Du kannst ja einen Film, der eine politische Message... Ja, aber guck mal, das meine ich. Nerdy, hörst du mir gerade zu? Genau das meine ich. Ich bin der Auffassung, dieses I'm Just Ken ist total Bullshit, dass der dort war. Das ist nicht ein krasser Song, das ist nicht irgendwie voll toll, das ist ein LOL-Song, das ist ein lustiger Song, Just Kidding-Song und that's it. Aber der es hat, ist ein Song in der Komödie. Ja, und trotzdem ist der halt irgendwie, ja, für mich trotzdem ist der nicht ansatzweise relevant für die Oscars. Das ist halt einfach ein Trottelsong, so, ein Trollsong, so. Und genau so wie, das ist ja mein Empfinden, trotzdem bist du der Auffassung, ja, oh mein Gott, der muss es gewinnen. Nee, waren nicht beide Songs nominiert? Ja, der What Was I Made For hat ja auch gewonnen. Also der Billie Eilish Song, der hat ja auch gewonnen. So, zu Recht. So, und ich bin der Auffassung, der hätte halt gar nicht erst irgendwie groß da rein gemusst. So, und aber das ist ja meine Einstellung dazu und das ist ja auch deine Einstellung dazu. Ich bin der Auffassung, das ist halt komplett in Ordnung, dass halt dass die nominiert waren. Ich sehe da überhaupt gar keine Problematiken dahinter. Deswegen, so, das ist ja, und die Richter von Oscars waren ja anscheinend genau derselben Meinung. Genauso wie sie nicht derselben Meinung waren wie ich, was den Ken-Song angeht. Deswegen, so sind ja die Meinungen unterschiedlich und das ist ja auch voll fein. So, ne? So. Aber wie gesagt, deswegen finde ich voll in Ordnung, dass der halt nominiert war. Er hat ja nicht gewonnen. So. Aber naja. Ja, wie gesagt, die Oscars, ne, dass DiCaprio damals den Oscar nicht für Wolf of Wall Street bekommen hat, ist auch ja, eine Schande. Ja, das finde ich aber auch. Das finde ich auch. Also da muss ich dir recht geben. Das finde ich auch ganz komisch. Naja. Naja. Gut. Oscars, ne? Ist auch schon ein schönes Thema. Aber wie gesagt, ich bin der Auffassung, der Film ist super. Könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ist ein nicer Streifen. Wunderschön gemacht. Optisch fantastisch. Sehr kulturell angehaucht, mag ich sehr gerne. Schaut ihn gerne an. Ignoriert die, wenn ihr CGI mögt, ignoriert einfach die Nashorn-Szene und dann seid ihr glücklich. Denkt einfach, das sind echte Nashörner und dann. Und dann ist doch fein. Ja, das funktioniert bestimmt. Ich fand's auch toll. Weißt du, welche Szene ich toll fand? Kann man auch auf alles übertragen. Ja. So, denk einfach, das ist ein echtes Popelmonster. Ja. Weißt du, welche Szene ich toll fand? Hm? Ich fand die Szene toll mit, wo die Generalin, so die, wir haben ja herausgefunden, dass der Dude da, der eigentlich beste Kumpel von, also der beste Kumpel irgendwie von T'Challa, so, dass der beste Kumpel halt quasi ihn verraten hat und sagt so, yo, wir müssen expandieren, dies, das. Und der ist ja mit der Generalin zusammen. So, die sind ja zusammen, Geliebte, whatever. Sie nennen sich Geliebter und Geliebte. Und verheiratet, keine Ahnung. Und die Szene, wo das Nashorn stoppt vor ihr, weil das Nashorn sie kennt und dann einfach so sie anleckt, so hihihi, kenne ich. Und die sind verheiratet, okay. Und er dann halt, sie dann sagt so, hör auf damit, stopp das. Und er so, willst du mich abstechen für so, ne? Und sie einfach sagt, für Wakanda, ja. Für Wakanda steche ich dich ab. Für mein Vaterland tue ich das. Und er dann sagt, okay, das ist jetzt schon so ernst. Er begreift die Ernsthaftigkeit dahinter, kniet sich hin und beugt sich ihrem Willen. In dieser Form von, okay, ich habe doch einen Fehler gemacht. Finde ich echt toll. Finde ich echt, ist eine sehr krass gute Szene. Ist auch feministisch. Ist sehr, sehr cool gemacht, dass sie halt quasi die Hosen anhat in der Beziehung und halt, dass er so viel Ehrgefühl ihr gegenüber hat, dass er ihre Meinung so krass respektiert.
dass er sie nicht verlieren will und sagt, okay, ich höre auf. Finde ich super. Mhm. Die Szene mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Weil das hat sehr viel mit Respekt der verheirateten Frau zu tun. Ja. Also, was würdest du sagen, 1 bis 10? Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich bin jetzt mittlerweile, wäre ich so bei einer 6. 6,5 vielleicht. Ja. Ich bin bei einer 7 tatsächlich. Ich finde ihn echt gut. Und kann ich mir immer wieder angucken. Finde ich super. Das heißt, Nerdy, du wählst, ne? Bin ich dran? Ja, weil ich hatte das Popelmonster. Stimmt, das war Bedtime Stories. Oh, natürlich, du hast dich nicht vorbereitet. Nee, weil mir das nicht bewusst war, dass ich mit Wählen dran bin. Aber ich werde schnell was finden. Ich muss nur einmal By the way, in der Zeit, wo du suchst, kann aufmachen. Ich mal ganz kurz lästern, ja? Leute, wir waren bei der Gamescom, okay? Wir waren bei der Gamescom und ich bin am letzten Tag, weil ich so kaputt war, habe ich gesagt, so, okay, ich komme halt da nicht hin. Und dann erfahre ich von Alinsky, die hat nämlich gepetzt, dass Nerdy, der einen Podcast hat, einen Disney-Podcast und sich Disney-Nerd nennt, ja, dass dieser Herr, der genau diese zwei jeweiligen Filme schon angeguckt hat, dass dieser Herr Dornröschen und Cinderella vertauscht hat miteinander. Und ich so, excuse me, bitte was, hat er? Die unterschiedlich nicht sein können. Das einzige Ähnliche von den beiden sind die Haare. Und selbst da ist die eine viel gelbstichiger als die andere. Die eine hat ein kühles Blond, die andere hat ein Pissgelb. So, trotzdem, die eine hat ein rosanes Kleid, die andere hat ein weiß-blaues Kleid. So, die sind komplett gar nicht gleich. So, die eine hat ein Dutt die ganze Zeit, die andere hat offene Haare. So. Und ich war so, Entschuldigung, also deswegen, ich muss jetzt einmal kurz lästern. Aber erzählt das bitte nicht, Nerdy. Okay. Warte mal. Wir hatten jetzt Marvel, wir hatten davor Bedtime Stories. Und davor haben wir Toy Story geguckt, glaube ich, ne? Ja. Okay. Also, ich bin dafür, dass halt wir da nochmal an der Zeit ist, was Gezeichnetes zu gucken. Oh nein. Da ist die Auswahl nicht mehr so riesengroß. Oh nein. Und ich bin dafür, dass du das jetzt einfach dann hinter dich bringst und dann hast du es geschafft. Und vielleicht findest du es am Ende doch gar nicht so schlimm. Oh nein. Deswegen, es wird an der Zeit, dass wir quasi von den Disney-Meisterwerken jetzt das letzte große Ding gucken, gezeichnet, was noch übrig ist, außer Winnie Pooh. Und das sind die Bernhard und Bianca-Filme. Ich kann dir sagen, warum ich so eine Antipathie gegen Bernhard und Bianca habe. Vor allen Dingen im Känguruland. Das Ding ist halt, es hat nichts mit Bernhard und Bianca zu tun, tatsächlich. Es hat nichts mit Bernhard und Bianca zu tun. Ich glaube, ich mag die tatsächlich sogar. Aber als Kind, und damit löst du jetzt nämlich einen Trigger von mir aus. Als Kind hatte ich ein Bernhard und Bianca Buch. Aha. Und ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, wie ich lesen gelernt habe. Aber lesen lernen bei uns war so ein bisschen mit Handgreiflichkeiten verbunden. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich Bernhard und Bianca im Känguruland gelesen habe. Und damals halt für mich so als Kind, ne, das ist halt so, ja, du musst halt lesen einen Satz und immer wenn ein Punkt kommt, hast du Pause. Wurde mir gesagt, ich, kleiner ADHSler, sagst, okay, ich hab Pause. Ja, dann... Ich geh Pause, ich geh Pause. Ja, wirklich. Das war raus auf den Hof spielen. Bis die Glocke klingelt. Ja, also das war ja zu Hause, das war ja nicht irgendwie in der Schule, aber ich habe halt gedacht, so ja, okay, dann habe ich halt Pause, also dann kann ich halt ja was anderes erzählen, erklären und so. Mhm. Also lese ich einen Satz und fange dann, hab Pause und hab dann angefangen, irgendwas anderes zu labern. Gut, war ein Fehler. Habe ich dann auch schmerzhaft mitbekommen. Seitdem habe ich dieses Buch gemieden.
weil die Erinnerung daran halt so doof war. Jetzt gucken wir mal, so, ich werde versuchen, meine damaligen Trigger, beziehungsweise meine schlechten Erinnerungen, sage ich jetzt mal, außen vor zu lassen. Ich bin jetzt erwachsen, alles gut, aber ich weiß halt, deswegen mochte ich Bernhard und Bianca nicht. That's the point. Ich mochte den Film, ich mochte die Charaktere von Känguru im Känguruland. Traumatime, ja, so ein bisschen. Ich hab das durchgeblättert dann damals. Ich habe das damals durchgeblättert, weil ich mochte, es war ein Geschenk. Dieses Buch war ein Geschenk und dann wurde es mir so kaputt gemacht. Deswegen habe ich das war so ein richtiges Boom. Dieses Buch hat mir nicht gut im Kopf geblieben. Aber ich habe es vorher noch durchgeblättert und ich mochte das Buch sehr. Ich habe das sehr genossen. Ich mochte die Krokodile, ich mochte das alles. Ja, und dann kam halt dieses Trauma-Ding und dann war ich halt so, fuck, jetzt muss ich das Buch weg verschließen. Und deswegen mag ich das halt nicht. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren, denn ich bin jetzt 28. Ich kriege das hin, mein Trauma hinter mir zu lassen. Denn es ist, ich glaube, sogar ein sehr, sehr guter Film. Ich glaube, Bernhard Bianca wird mir sehr, sehr mögen. Und wir können Ausschau halten, denn ich meine, liebe Leute, wer hat noch eine Bernhard und Bianca Kassette? Kann mir bitte einer sagen, ob man eine Bernhard und Bianca Kassette hat? Wer hat eine Bernhard und Bianca Kassette? Wenn ihr eine Bernhard und Bianca Kassette habt, dann achtet mal bitte darauf, falls ihr so einen Kassetten... Markus, pass auf. Markus, hör mir zu. Hast du einen Kassettenplayer, ist jetzt die große Frage. Weil... Wir wissen alle, worauf du hinaus willst. Nein, einige wissen es nicht. Einige wissen es nicht. Guck mal, einige wissen das nicht. Wollen wir es dann nicht für den nächsten Podcast aufnehmen? Ja, okay. Aber ich muss noch einen anderen Fakt droppen. Und das wusstest du nicht, glaube ich. Und zwar, ich habe heute etwas gesehen und ich habe es gefact-checkt und es ist richtig. Beziehungsweise, okay, nicht ich habe es gefact-checkt, sondern Firu. Und zwar, wusstest du, dass Tony Stark in, beziehungsweise eine Verbindung hat mit Baymax? Ja. Inwiefern? Woher weißt du das? Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwas war da, dass quasi Baymax Marvel-Held ist. Ja, denn es gibt in diesem, also der große Bruder stirbt ja. So. Und wenn der jetzt halt bei diesem Labor ist, dort sieht man Tony Stark hinten arbeiten. An einer Katze, die halt so eine Flugdinger hat, Flugfüße hat. Und bei dem, und jetzt denkt man sich so, ja, aber es könnte halt auch einfach nur ein gezeichneter Dude sein, ne? So, muss ja nicht Tony sein. Bei Tony Stark in einem Film auf dem Tisch sieht man Kakashis, was er halt bei ihm reinmacht, bei Baymax, diese Kassette. Die sieht man da. Da steht Takashi drauf. So, und er macht so und dann sieht man halt so ein Gehirn. Das heißt, es ist halt ganz Tadashi. Da sieht man, dass dort Tadashi steht. Das heißt, dort steht halt irgendwie, keine Ahnung, XY-Projekt und dann Tadashi. Das heißt, es ist wirklich krass, die Universum... Willst du mir gerade sagen, Tony Stark hat Tadashi beklaut? Nein, ich will damit sagen, dass er, dass er sein Gehirn quasi erneut gemacht hat. Und zwar bei, diesen Film sehen wir noch. Und ich hoffe, dass du das nicht vergisst und drauf achtest. Bei, wie heißt der Film? Hier, die beiden letzten. Wie heißen die wir gucken? Infinity War und Endgame. Ich glaube, bei Endgame ist das. Oder ja, Infinity... Fira hat gerade geschrieben, ist ein Age of Ultron. Age of Ultron war Szene. Das? Okay, dann ist es bei Age of Ultron. Aber er hat es gefact-checkt und es war wirklich da. Und das ist krass. Das heißt, wir wissen jetzt, Iron Man war auch bei Baymax zu sehen. Ihr könnt gerne Baymax jetzt noch einmal gucken und gucken, ob ihr ihn findet. So, weil ich werde euch nicht verraten, wo er ist. Hihihihi. Also, gebt doch gerne diesen Podcast 5 Sterne. Du bist so böse. Ich bin so böse.
Gebt diesem Podcast gerne 5 Sterne, darüber würden wir uns freuen. Außerdem ein kleines Feedback, falls ihr das halt irgendwo unten hinschreiben wollt. Auch, ihr könnt auch gerne anderer Meinung sein. Das bedeutet, falls ihr eine andere Meinung habt als der gute Nerdy oder ich, schreibt uns gerne auf Instagram, wie unsere DMs sind offen. Wir hören gerne eure Meinung zu den jeweiligen Filmen, wenn ihr halt nicht derselben Meinung sind wie einer von uns beiden. Folgt auch gerne rein, genauso wie auch bei ihm auf Twitch, genauso wie bei mir auf Twitch. Wir würden uns wahnsinnig doll freuen und ansonsten sehen wir uns nächste Woche, denn nächste Woche kann ich noch einmal, bevor ich zur Konnichi fahre, einmal aufnehmen und dann hören wir und sehen wir uns nächste Woche zu einer neuen Podcast-Folge. Tschüss, yes. YouTube. Kommentiert gerne. Also. Wusstet ihr den Fakt, dass Baymax und Iron Man verbunden sind? Dass diese Universen verbunden sind? Wusstet ihr das? Und wenn ja, oder wenn ihr halt sagt, so nee, wusste ich nicht, schreibt mal gerne, auf welche Situation will ich mit den Kassetten hinaus? Schreibt gerne Bernhard und Bianca, auf welche Situation möchte ich hinaus. Habt ihr eine Kassette? Habt ihr es nicht? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es nicht? Würde mich brennend interessieren. Ansonsten bis denn. Tschüss YouTube. Tschüss Spotify. Bye bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.